Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017 hier zum Italien-Training mit einem ganz besonderen Thema heute hier in dieser wunderschönen Trainingsfolge. Und falls euch das Format weiterhin gefällt, könnt ihr das hier mit einem Daumen nach oben unterstützen. Und die Frage, die sich natürlich alle stellt, was ist denn das einzige Thema, was wir heute, ja, was ich angehen möchte mit euch, ist es ganz einfach. Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass Sky das Formel 1 aus bekannt gegeben hat. 2018 wird die Formel 1 nicht mehr bei Sky übertragen. Und da gab es natürlich auch schon ein paar Fragen von euch. Zum Beispiel von lieben Jan F1 Racer, was ich davon halte, dass Sky die Rechte an der Formel 1 verloren hat. Und dass man jetzt auf die schlechten Experten von RTL angewiesen ist. Kann man jetzt etwa keine Trainings mehr live sehen? Oder auch vom Steamen, was ich auch davon halte. Und denkst du, dass Sky in den nächsten Jahren aufgrund dessen immer mehr Kunden verlieren wird? Und vielleicht sogar irgendwann komplett weg sein wird. Also dass Sky komplett irgendwann weg sein wird, wird glaube ich nicht der Fall sein. Denn sie bieten ja nicht nur die Formel 1 an, die bieten ja auch andere Sportarten in ihrem ganzen Gesamtpaket an. Ja, die Frage ist immer, warum steigt denn da einer unbedingt aus? Oder warum ist Sky überhaupt ausgetreten, so kann man sagen. Oder warum hat man den Vertrag nicht verändert. Der Grund für die Entscheidung sei eine deutliche Veränderung des Markts für die Sportlizenzrechte. Das hat der Sender offiziell bekannt gegeben. Der drastische Anstieg der Preise führt dazu, dass wir uns künftig auf Rechte konzentrieren wollen, die Sky mit einer möglichst hohen Exklusivität erwerben und ausstrahlen kann. Das kann man zum Beispiel in der Formel 1 nicht. Und das war natürlich auch auf jeden Fall ein Grund. Und vor allem hier, der ist wieder mal mit dem mit der Begründung oder mit dem Argument zu sagen, der drastische Anstieg der Preise. Ja, es ist echt so. Also die Sport, also sobald du Sport übertragen möchtest, ist egal welche Sportart mittlerweile, selbst im Fußball, die Preise, ja, werden teurer für die jeweiligen Fernsehsender. Und dann muss man halt auch, oder muss man irgendwo Prioritäten setzen. Das hat Sky gemacht und hat gesagt, ja, wir übertragen jetzt keine Formel 1 mehr, ja. Was natürlich für Kunden dann ganz schlimm ist, dass es kein Sonderkündigungsrecht gibt, beziehungsweise überhaupt keine, ja, keine Preissenkung, weil der Sender räumt den Abonnenten von Sky, also von den Paketen, kein Sonderkündigungsrecht an. Da man da der Auffassung ist, der Gesamtcharakter des Sportpakets bestehen bleiben würde. Also man abonniert ja quasi immer ein gesamtes Sportpaket. Ja, und Sport ist sehr weit ausgedehnt. Ich hatte auch vor ein paar Jahren überlegt, soll ich mir Sky extra nur für die Formel 1 holen? Das hat mich dann aber natürlich auch abgeschreckt. Einfach schon aus dem Grund, ja, nimmst ein Gesamtpaket. Du hast ja nicht nur die Formel 1 abonniert. Und sei es für ein Gesamtpaket, sei es, da ist Formel 1 enthalten, da ist die Bundesliga enthalten, da sind andere Sportarten drin. Und sobald dann halt dein wichtigster Stützpunkt wegfällt, hast du in der Regel wirklich kein Sonderkündigungsrecht. Und das ist halt das Schlimme. Sky war ja, oder ist seit 1996, haben sie das ja übertragen. Früher hießen sie ja noch Premiere oder DF1. Man hat alle Trainings gezeigt und das ist auch so ein Argument wieder für mich, wo kann ich denn jetzt wirklich die freien Trainings sehen? Schwierig, schwierig, schwierig. Was ich davon halte, ich habe eigentlich nie die Formel 1 bei Sky verfolgen können. Ja, nie. Deswegen konnte ich mir da nicht wirklich eine Meinung geben. Wo ich mir aber ziemlich sicher bin und da ist man sich einig, dass Sky dahingehend natürlich Kunden verlieren wird, weil es gibt wirklich der ein und andere, der wahrscheinlich nur Sky abonniert hat, nur für die Formel 1. Und jetzt sind wir quasi alle in Deutschland, ja, darauf angewiesen, dass wir uns das bei RTL geben müssen mit Werbeunterbrechungen. Man weiß nicht, ob Liberty Media sich damit einen großen Gefallen tut hier in Deutschland. In Großbritannien ist es schon der Fall, dass die Formel 1 noch im Pay-TV übertragen wird. Ja, und wir Deutschen haben mal wieder eigentlich so gesehen da einen kleinen Sonderstatus wieder mal bekommen, weil wir wahrscheinlich, oder weil wir die Formel 1 im Free-TV bekommen mit Werbung, ja. Zeigt aber auch so ein bisschen, dass das Interesse vielleicht bei Sky auch so ein bisschen verschwunden ist, weil ich glaube nicht nur, dass nur der Preis die entscheidende Rolle gespielt hat. Da entscheiden natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Einschaltquoten.
Man möchte natürlich auch den Kunden bei Sky, oder man wollte den Kunden bei Sky auch natürlich was anderes bieten, was man jetzt nicht unbedingt bei RTL bekommen hätte. Jetzt ist die Frage, was könnte dies sein? Was hat man da für Verhandlungen geführt mit Liberty Media, dass man da irgendwie was Exklusives bekommt? Sei es wirklich technische Daten, Telemetriedaten zum Beispiel, fällt mir da ein, also dass man quasi mehr einblenden darf als bei RTL oder bei anderen Fernsehsendern. Andere sind ja momentan nicht im Gespräch, wie zum Beispiel Eurosport. Das würde mir besonders noch gefallen. Oder auch noch Sport1, weil Sport1 lief ja früher auch nochmal die freien Trainings. Da gibt's gar nichts. Also wir sind echt momentan auf RTL angewiesen. Die freien Trainings wurden bei RTL meistens nicht übertragen. Die wurden quasi beim Partnersender NTV übertragen, aber auch nicht immer alle. Und das ist das Problem. Aber es ist momentan noch ziemlich unklar, was ziemlich sicher ist, dass natürlich RTL weiterhin die Qualifyings live übertragen wird. Außer das fällt mir wieder in die Primetime, was zum Beispiel bei Austin oder Kanada der Fall sein wird, dass man das dann auch wieder bei NTV gucken muss. Also auch bei RTL hat man da sehr lange gezögert oder man musste sehr lange zittern. Laut Heiko Wasser, ob der Vertrag da wirklich verlängert wird. Man hat sehr lange hinaus gezögert, eigentlich zu lange, seitens von Sky, seitens von Liberty Media und seitens auch von RTL. Das ist echt nicht schön und ich habe ja schon so auch meine Bedenken gehabt. RTL war irgendwann durch und Sky, wie gesagt, jetzt ist es nicht durch, ja. Anderer Pay-TV-Anbieter die Rechte übernehmen, das ist auch immer eine schöne Frage. Da gibt's, wie gesagt, vorhin schon keinen Anhaltspunkt. Also aktuell ist wirklich nur, dass ihr euch darauf konzentrieren könnt, Formel 1 bei RTL zu gucken. RTL hat den Vertrag bis 2020 verlängert. Also zum Beispiel genau wie die österreichischen Kollegen vom ORF auch bis 2020. Und dann fängt der gesamte Scheiß wieder quasi von vorne an, ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Was natürlich die Sky-Abonnenten auch hatten, neben der Formel 1, war auch die Formel 2. Und die ist an der Formel 1 gekoppelt. Das bedeutet, ihr könnt auch zum Beispiel bei Sky nicht die Formel 2 jetzt wirklich schauen. Ja, natürlich könnte Sky die Rechte in der Zukunft irgendwann zurückholen. Allerdings erst ab 2021, weil 3-Jahre-Perioden gehen die Rechte. Und das ist dann halt bis schließlich 2020, also Sky musste sich ja halt auch überlegen, wir müssen uns da wieder 3 Jahre lang binden, wir müssen 3 Jahre lang wieder die Preise zahlen und nein, das haben sie gesagt, das machen sie dann halt einfach nicht. Viele fragen sich auch, was passiert jetzt mit der Sky Crew, ja, von Tanja Bauer und Marc Sura, keine Ahnung, das weiß man halt einfach nicht, was mit denen passiert, ob sie vielleicht auch bei RTL rüberwandern mit Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner. Abwarten. Nico Rosberg und Timo Glock haben da ja schon quasi den Nachfolger für Niki Lauda bekannt gegeben und ist auch offiziell schon bestätigt worden. Also, ja, es sind halt immer noch in meinen Augen viele Fragezeichen übrig. Was passiert da wirklich im Hintergrund? Heute kam noch ein anderes Thema auf, nämlich Rennstarts erst ab oder um 15.10 Uhr. Das wäre noch das zweite Thema, was man heute noch gut besprechen könnte. Ich habe die 2 Fragen jetzt so ein bisschen beantwortet. Die freien Trainings, wie gesagt, kann man dann noch sehen. Wahrscheinlich nicht alle, sondern nur bei NTV. RTL hat ja immer so eine Zusammenfassung noch gegeben am Samstag über das Training 3. Vielleicht ändert man auch dort nochmal das Programm. Das ist zum Beispiel die Frage, die mich zum Beispiel interessiert. Ändert jetzt RTL aufgrund dessen so ein bisschen mehr ihr Programm und gehen noch mehr in die Richtung, dass man noch mehr zeigen möchte? Oder versucht Liberty Media wirklich noch irgendeinen anderen TV-Sender ins Boot zu holen? Aus Deutschland? Oder hält man sich da jetzt wirklich fest, weil 3 Jahre nur auf RTL mit Werbung, okay, mit Werbung. Ja, das Thema Werbung ist auch halt immer für viele bei RTL so auch ein Abschreckfaktor, ja. Wenn da mal wirklich was passiert, dann sind die weg meistens in der Regel. Und dann kommt dann wegen irgendwie Wiederholung. Also ich bin auch nicht hundertprozentig zufrieden mit der Entscheidung, weil ich kann das auch auf jeden Fall verstehen. Wer schon RTL früher nicht gern geguckt hat, wird das auch jetzt nicht tun. Und wird wahrscheinlich der Formel 1 auch den Rücken kehren.
nicht nur aufgrund des Halo-Systems, sondern ist auch aufgrund, der Sky die Rechte verloren hat. Also für 2018 geht es noch mehr in die falsche Richtung für die Formel 1 in Deutschland bezogen. Wenn wir jetzt nur auf die TV-Rechte schauen. Und ich glaube schon, dass da nicht nur Sky-Kunden verlieren wird, auch die Formel 1-Wender-Kunden verlieren. Gerade Deutschland. Und dann wird der Markt bei uns dann noch kleiner werden. Und dann wird irgendwann auch die Frage sein, was macht dann RTL ab 2021? Gehen wir dann zum Beispiel 2021 komplett in Deutschland ohne der Formel 1 da? Das ist auch noch so eine Frage. Dann gibt es auch die Gerüchteküche, dass Liberty Media so ein kleines Network machen möchte, wo man das quasi sich dann auch anschauen kann über einen Online-Livestream. Die gehen ja echt immer mehr in die Richtung der Digitalisierung, was natürlich gewisse Vor- und Nachteile hat. Für uns in Deutschland wäre das auf jeden Fall für Vorteil. Der Nachteil allerdings kann ich euch jetzt schon mal sagen, Liberty Media will damit Geld verdienen. Richtig, und ihr wisst das alles, was das bedeutet. Da muss man auch für zahlen. Natürlich, das Network ist die andere Sache. Welche Sprache? Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und was da alles Mögliche gibt. Spanisch. Wird es eine einheitliche Sprache, weil Motorsport ist Englisch. Schreckt auch wieder für viele ältere Zuschauer ab oder für die ältere Generation ab, die jetzt nicht so gut Englisch können. Die einfach auch zum Beispiel auch kein Englisch in der Schule gelernt haben. Also, ja, man spürt das. Man spürt das schon direkt, dass Sky einfach die Rechte verloren hat. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt ziemlich häufig. Was soll ich davon halten? Was halte ich davon? Es ist ein gravierender Einschnitt und zukunftsweisend. Zukunftsweisend, wie mit der Formel 1 in Deutschland weitergeht. Das sieht zum Beispiel in Großbritannien schon so ein bisschen anders aus, ja. Wir können uns auch nochmal die Frage stellen, was passiert zum Beispiel, wenn ein Vettel aufhört? Ja, was passiert, wenn jemand mit Vettel aufhört? Was passiert da mit dem Nico Hülkenberg? Kommt noch da wirklich Nachwuchs und so weiter und so fort? Also, da ist schon ein kleiner Rattenschwanz noch hinten dran. Dass man jetzt auf die schlechten Experten von RTL angewiesen ist, ich finde die jetzt eigentlich nicht so schlecht. Also, ein Timo Glock jetzt oder Nico Rosberg als schlechten Experten zu bezeichnen, finde ich schon, ja, sehr weit hergeholt, weil Rosberg ist ein amtierender Weltmeister. Timo Glock ist auch in der Formel 1 gefahren. Die haben schon eine gewisse Erfahrung und gerade mit Nico Rosberg hat eigentlich RTL den so gesagt besten Experten oder den aktuellsten Experten in ihrem Team. Da wird sich natürlich auch was verändern 2018 bei RTL. Und gucken, wie die sich da so einleben können. Also für mich sind da halt noch sehr viele Fragen offen, die einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich geklärt sind. Was ich natürlich beschissen von Sky finde, ist, dass es kein Sonderkündigungsrecht gibt, weil dann würde ich mich schon so ein bisschen, ja, auch verarscht fühlen, würden einige Zuschauer sagen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch das natürlich bei Sky verstehen, was einfach bei mir auch im Hinterkopf damals war, vor 4-5 Jahren habe ich das damals schon überlegt, hab mir aber immer davon, ja, der Preis hat mich abgeschreckt. Punkt. Ganz einfach. Ich bin zum Beispiel immer der Erste, der auch auf den Preis schaut. Und Sky war auch der Erste, der auf den Preis schaut. Ist halt einfach so. Und die Formel 1 wird immer teurer werden. Ja. Egal, wo du schaust, es wird immer teurer. Und das muss natürlich auch RTL irgendwo einspielen. Deswegen natürlich auch, wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Werbung kommen. Als es ohnehin schon der Fall ist. Man hat ja mal gefühlt, die machen da 6-7 Werbeunterbrechungen in so einem Rennen. Und das ist nicht gerade wenig. Was haltet ihr denn davon? Habt ihr die Formel 1 bei Sky geschaut? Habt ihr sie bei RTL geschaut? Oder schaut ihr sie vielleicht auch zum Beispiel bei ORF? Würde mich mal gerne interessieren. Das war das Thema heute für Italien. Ja. Meine Meinung natürlich ist natürlich irgendwo, es ist scheiße. Es ist natürlich scheiße. Aber wir müssen uns damit abfinden. Und 2021 ist in meinen Augen dann sowieso richtungsweisend. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich brauche weitere Fragen von euch. Also zögert auch nicht, hier Fragen in die Kommentare zu posten. Und wie gesagt, über einen Daumen nach oben oder eine Bewertung oder Feedback würde ich mich von eurer Seite sehr freuen. Macht's gut, haut rein und tschüss!